Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Die letzte Folge, die ist ja schon ein bisschen gemein ausgefallen. Also, ich fand das mega fies, dass ich den Bulldrum so fast fertig mache und dann kommt so ein scheiß Anjanaf. Und direkt mich einfach weg. Wie beim richtigen Monster Hunter. Also jetzt, wie bei Rise. Ich hätte das eine auf jeden Fall umgebracht, auf einmal kommt ein anderes um die Ecke und bringt mich um. So, Pilze werden mitgenommen. Von denen brauche ich viel mehr. So, zuallererst will ich wissen, was in dem Ei ist. Ich kann mir aber schon denken, dass es ein Bulldrom ist. Also aus den Eiern kriegt man nur die ganz großen Viecher. Die Gebetseffekte von der letzten Folge haben genau jetzt nachgelassen. So. Komm ich einmal zu dir hin. Ich würde gerne das Ei ausbrüten. Beide. Wenn es jetzt ein Kutku ist, dann tausche ich den Sven aus. Nee, das ist ein Drome. Ich wollte keinen Screenshot machen. Ich wollte mir eigentlich die Fähigkeit angucken. Und du bist ganz bestimmt ein Bulldrom. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Putzig. Weißt du, so klein sind die ganz knuffig. Wenn sie groß sind, dann prügeln sie Scheiße aus mir raus. Tödliches Tackling hat der. Okay. Nee, ich wollte keine... obwohl. Komm, du heißt einfach Bulle. Und Monstis verwalten. Der kann freigelassen werden, aber ihn würde ich gerne in meine Gruppe hinzufügen. Muss ich bei ihm hier halt machen. Monstis Gruppe bearbeiten. Ja, jetzt habe ich genau 5 Viecher in der Gruppe. Sobald ich kann, tausche ich aber den Aphoton auf. Weil der ist für den Kampf, glaube ich, ungeeignet. Obwohl, der ist von Leben genauso stark wie Sven. Und hat sogar eine höhere Verteidigung als Ranma. Aber er ist halt trotzdem das schwächste Viech. Ich zähle Bulle nicht mit, weil er gerade neu dazugekommen ist auf Level 1. So, auf jeden Fall hole ich mir jetzt erstmal hier Nebenquesten. Ich habe wahrscheinlich zigtausend abgeschlossen. Nein, ich habe tatsächlich nur 2 abgeschlossen, während ich weg war. Aber allein das gibt ja schon massig Erfahrung. Da war wieder irgendein Buch bei. Und Bulle hat gerade maximale Angriff gelernt. Da waren nur Tränke für. Bereits abgeschlossene kann ich nochmal annehmen. Oh, ich krieg bei der Mission Gruppenheilung. Er will Steine haben. Ja, wenn ich mal Steine finde, kann er sie haben. Und ich könnte gegen alle 3 Viecher kämpfen, was ich definitiv nicht schaffe. Die recken mich doch sowas von weg. Aber die hier müsste ich eigentlich mittlerweile schaffen können. Warte mal, in der Liste kann ich doch auch sehen, womit Larinovs normalerweise kämpfen. Lexika, Monster. Monster Eklipo, die. Habe ich den Larinov hier nicht drin? Das ist übrigens schön, dass ich nach Photonov, der überhaupt nichts bringt, züchten kann, aber den Larinov nicht. Ja, ich meine, das waren reine Angriffsviecher. Buch der Gene, was ist das eigentlich? Ach, da kann ich mir die Fähigkeiten alle ansehen.
Ja, komm, dann versuchen wir es nochmal mit den Larinos. Aber ich springe zum Ende vom Kampf. So, Leute, ich habe das jetzt beim zweiten Versuch in einer Runde tatsächlich geschafft. Muss man übrigens merken, Technik sind die. Und ich bin gespannt, wie viel diese Golddinger wert sind. Oh, Jakku hat Felsansturm gelernt. Wie viel Zenny sind die wert? Ja, die Hakolu-Elite, die schaffe ich, glaube ich, zurzeit noch nicht. Die werde ich offscreen mal versuchen. So, ich hole mir auf jeden Fall jetzt erstmal mein Trainingsgebet ab. Hätte ich vielleicht auch vor dem Kampf mal machen sollen. Komm, verkauf Amulett. Ich kriege davon wahrscheinlich eh noch ein paar mehr. So, 10% kriege ich jetzt mehr. Okay. 1300 hätten das offenbar gebracht. Ist da sonst noch irgendwas, das ich verkaufen will? Ein Moment, wenn hier. Wahrscheinlich. Absteigend. Nee. Bisher, ich sollte mir die noch aussparen für später, weil jetzt zur Zeit bringt mir das nichts. Aber ich will sie halt auch mal nutzen. Hier. Lecker. So, jetzt kann ich billiger einkaufen. Ja, die kosten jetzt halt auch wirklich viel weniger. Gönne ich mal ein paar Wetzsteine, weil die ja die Crit-Rate erhöhen. Und ich soll jetzt auch hier billiger kaufen können. Kann ich den Kutku-Spieß hier schon machen? Ja, vom Prinzip her kann ich. Dann hätte ich auch noch einen Feuerhammer. So, der darf den Eisenhammer ablösen. Den Bogen kann ich aber nicht mehr machen, nee. Würde mir die Kutku-Rüstung was bringen? Die ist halt nur leicht stärker. Verbessern. Rüstung verbessern. Guck mal, ob ich mir die Rüstung eigentlich basteln kann. Kostet die 4 oder 5? Kostet 4. Wenn ich noch einen Kutku umbringe, könnte ich mir die Rüstung theoretisch machen. Ich habe keine Wertobjekte. Okay, wir sind hier fertig. Dann einmal zur Katze. Authentische Kronkorken. Die Manus GmbH ist ein exklusiver Laden, bei dem du Kronkorken gegen seltene Objekte eintauschen kannst. Kronkorken können in Einsbauten gefunden werden oder als Belohnung für Nebenquests erhalten werden. Okay. Bin gespannt, was ich dafür kriege. Es gibt mindestens einen Einsbau in jedem Feld. Denk nur an all die Kronkorken, die nur auf neue Katzen warten. Also ich könnte da reingehen und farmen. Vom Prinzip her. Ich würde gerne noch mal gucken, was ich da kaufen kann. Okay, bei Objekten. Erweitert deine Stellung für weitere Monstis. Ich kann hier Kombi-Rezepte kriegen. Eine Frisur kriegen. Dauerhaft meine Werte erhöhen. Ich kann meiner Katze sogar ein was hier kaufen. Okay. Oh, das Rezept für die Fallen hätte ich eigentlich ziemlich gern. Ich kann mir aber, glaube ich, nur eins kaufen. Gegen Waffen. Eine Stoßwaffe, die Patronen abfeuert. Der verschenkt mir hier Gewehrlanzen.
glaube nicht, dass die so gut ist. Es war die von Tetsu Capra, offenbar. Und hier die Arzt-Ausrüstung. Ich habe noch keinen Talisman. Ich würde gerne erstmal die Fähigkeiten wissen. Blockheiler. Was bringt mir Blockheiler? Selbstheilung ist wahrscheinlich erstmal eine Heilung. Einfach, wenn ich mich selber heile, gut ist. Wenn es nach mir geht, würde ich erstmal eins der Rezepte holen. Ich nehme mal die Fallgrube, weil ich mir das wahrscheinlich am ehesten zurzeit machen kann. Und da ich noch zwei übrig habe, gönne ich mir ein Goldfragment, damit ich noch ein bisschen mehr Geld habe. So, jetzt sollte ich mir doch vom Prinzip her Fallgruben herstellen können. Fallengerät, Spinnennetz und Efeu. Habe ich alles nicht. Außer Efeu. Ich kann mir ein paar Tunker machen. Ich kann mir davon einen machen. Ich habe zur Abwechslung auch mal eine Brandsalbe machen, die wahrscheinlich Brennungen heilt. Und ein paar Tränke. Okay. Und jetzt habe ich die halbe Folge damit schon verbracht. Ich habe nicht zufällig eine Nebenmission gerade damit abgeschlossen, oder? Doch. Hier. Ich habe dafür gebratenes Steak erhalten. Das offenbar auch sehr gute Heilung ist. Also ich kann ihnen stets rohes Fleisch bringen. Krieg dafür dann gebratene Steaks. Sollte ich immer und immer wieder machen. Opfere Amulette, habe ich getan. Meine Hunde kläffen gerade wie bekloppt. Ich weiß nie auf der Aufnahme, ob man das hört. Quests einreichen. Okay. Du gibst Steine, wenn ich dir Mahana gut gebe. Die brauche ich für eine andere Quest. Damit ich die hier abschließen kann, dann kann ich die Gruppenheilungsdinger basteln. Also in der Theorie. In der Praxis wahrscheinlich weniger. Weil mir das Material wahrscheinlich fehlt. Is the North Kamuna investigation over already? Ich glaube, denen ging es auch nicht so gut. They don't look so hot. Something must have happened. Vielleicht sind sie auch dem Angel noch begegnet. Is everything all right? Kana, it's there's a monster. Oh, das nächste Ei für mich. You guys look like you're in pain. You sure you're okay? Das stimmt nicht. We got on the wrong end of the monster's venom. Giftmonster. Oh nein. Venom? And we ran into an Anjanath on the south side of the island. An Anjanath? That's... You'd better go tell Chief Gara. Ja, das klingt nach einer guten Idee. The village's safety comes first. If this monster in the forest is a threat, we'll go deal with it. Be careful. It won't go down easy. I know. Hoffentlich ist es ein richtig starkes Monster. With Red and Guardian Ratha gone, we have to learn to protect ourselves now. Before we go, we'd better make sure we're prepared against poisoning. Ich habe ein paar Gegengiftkräuter. I recommend making a trip to the merchant and stocking up on antidote herbs. We can do this, partner. Ja, solange ich Nervio bei mir habe, kann nichts schief gehen. Ja, weder ein Andernaft ist aufgetaucht und irgendein giftiges Monster. Erstmal. Hat die jetzt mehr im Inventar für mich? Ne, sie hat Gegengiftkräuter, aber ich kaufe mal auf jeden Fall hier richtig viele. Weil ich weiß, dass Gift bei Monster Hunter immer mega schlimm ist. Oh, thank you. Ich kann mir aber halt noch kein Gegengift an sich herstellen. Würde die Kräuter mitnehmen. So, Steine brauche ich. Bin ich hier welche? Oh, was ist das denn? Der leuchtet ja golden. Leute, da muss ich rein.
Da stand auch selten drunter. Falls nichts passiert, sehen wir uns am Ende. Okay, das war eine sehr, sehr kurze Höhle. Da ist ein Monster drin, ich sehe aber noch nicht welches. Ich schnapp mir erstmal die Steine hier unten und hoffe, dass normale Steine auch drunter sind. Giftpilz, hier sind nochmal Knochen. Noch eine Harzpflanze, die kann ich immer gut gebrauchen. Und Honig. So, was pennt denn da oben? Ein Boldrum, den will ich generell bekämpfen. Weil ich konnte den letzten Jahr nicht wirklich fertig machen. Und ich habe direkt ein geiles Ei. Ich glaube, das ist sogar ein Kutku-Ei. Ich nehme das mit. Das bringe ich auch direkt zurück. Wenn das ein Kutku-Ei ist, dann muss Sven leider ersetzt werden. Also es wird dann einfach nur der neue Sven. So, bin gespannt. Ich meine aber, dass das ein Kutku-Ei war. Ein Gian Kutku. Tut mir leid, Sven. Du wirst erneuert. Vor allem, weil er sogar eine spezielle Fähigkeit hat. Also Sven muss nochmal von vorne leveln. Das geht aber ganz schnell. Ja, der hat viel mehr Fähigkeiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass der richtig stark ist, wenn er stärker wird. Also, Sven wird ausgetauscht. Monstis verwalten. Ja, der neue Sven. Muss ich jetzt nur noch mal von vorne leveln. Kann ich eine Nebenquest gerade abgeben? Nein. Sven muss also so leveln. Ja, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.